Inhalte mit dem Beamer an die eigene Wand zu projizieren, kann gerade wegen der großen Bildfläche enorme Vorteile bringen. Wie du PC oder Laptop mit dem Beamer richtig verbinden kannst, zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Vorab ganz kurz, dieser handliche Beamer wurde mir von der Firma für dieses Video zur Verfügung gestellt. Bevor ich dir zeige, wie du das Gerät anschließt, würde ich noch gerne kurz auf die Spezifikation des Projektors eingehen. Vielleicht ist das auch ein Gerät für dich. Die Vorstellung erfolgt selbstverständlich vollständig objektiv. Das Gerät kommt gut und sicher verpackt, direkt in einer transportablen Tragetasche zu dir nach Hause. Im Lieferumfang befinden sich jede Menge Zubehörteile, wie eine Fernbedienung, ein HDMI-Kabel und auch ein Reinigungszubehör wurde hier gedacht. Der Projektor ist sehr handlich gebaut, daher bekommt er auch seinen Namen als Mini-Beamer. Unterstützt wird eine Auflösung von 1800 Pixeln. Neben den Bildeingängen lässt sich auch direkt auf einen USB-Stick oder auf eine SD-Karte über den Beamer zugreifen. Zunächst einmal solltest du die Schnittstellen an deinem Beamer sowie an deinem Quellgerät überprüfen. Hier gibt es in aller Regel mindestens eins, meist aber zwei oder mehr der gängigsten Anschlussmöglichkeiten. Da wäre einmal DisplayPort, HDMI, DVI und VGA. Der Beamer der Firma Venkyo verfügt über einen HDMI- und VGA-Anschluss. Das Bild über ein VGA-Kabel zu übertragen, davon würde ich dir abraten. VGA überträgt nur ein analoges Signal und erzielt daher in aller Regel keine optimale Auflösung. Nach VGA kommt der DVI-Anschluss. Heute auch nicht mehr zeitgemäß, würde ich dir diesen Anschluss eigentlich nur als eine Alternative empfehlen. Besser ist da auf jeden Fall die Wahl der HDMI-Schnittstelle. HDMI überträgt ein digitales Signal und wäre somit auf jeden Fall, wenn beide Geräte das unterstützen, eine Empfehlung von mir. Außerdem kann HDMI auch Audio übertragen und so zum Beispiel wie in meinem Beamer gleich die integrierten Lautsprecher mit ansprechen. Die beste Wahl und voll im Zahn der Zeit ist der Anschluss über DisplayPort. DisplayPort unterstützt die höchstmögliche Auflösung und überträgt genauso wie HDMI auch Audiosignale. Wenn beide Geräte diese Anschlussmöglichkeit liefern, würde ich auf jeden Fall dazu greifen. Für alle digitalen Anschlussmöglichkeiten gibt es abwärts gesehen auch Adapter. Du kannst dein Signal zum Beispiel von einem HDMI-Anschluss auf ein DVI umwandeln. Durchsuche dafür einfach mal die Videobeschreibung, dort habe ich dir passende Adapter verlinkt. Das praktische Anschließen ist gar nicht schwer und erfolgt über den Anschluss deiner Wahl. Sowohl auf der einen Seite in das Quellgerät, ganz egal ob PC oder Laptop, das Kabel einstecken oder auf der anderen Seite in den Beamer. Und schon, meist vollautomatisch, erkennt der Rechner die neue Ausgabe. Erscheint das Bild nun allerdings total unscharf an der Wand, gibt es vorne an der Linse ein Stellrad, mit dem du die Entfernung der Linse und somit die Schärfe der Anzeige an der Wand einstellen kannst. Sollte die Auflösung der Symbole und Textzeichen zu groß sein, kannst du auf dem Desktop über einen Rechtsklick und weiter auf Anzeigeeinstellungen die Auflösung, Spiegelung und Ausrichtung deines Beamers noch genauer einstellen. Bist du auf der Suche nach einem kostengünstigen, aber soliden Beamer, würde ich dir auf jeden Fall mal einen Blick auf den Beamer aus diesem Video empfehlen. Dafür, dass er wirklich nicht teuer ist, finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut in Ordnung. Link dazu findest du auf jeden Fall in der Videobeschreibung. So viel dazu, vielleicht interessierst du dich ja noch für eins dieser beiden Videos. Weitere Videos dieser Art findest du auf meinem YouTube-Kanal. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Hau rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!